So, jetzt zu dem Beweis von diesem Satz aus dem vorherigen Video. Also, der Satz sagt ja, also, dass ich so eine Folge von Zerlegung habe und diese Zerlegungsfolge ist so gewählt, dass die Feinheit gegen Null geht. Das heißt, diese Zerlegungen werden immer feiner, immer feiner, immer feiner. Ja, und der Satz sagte dann, egal was für Zwischenpunkte man wählt, der Grenzwert der Riemannschen Summen muss dann auch gegen das Integral gehen. Ja? Man hatte hier reingesteckt, dass die Funktion Riemann integrierbar ist, also nicht nur beschränkt, sondern sie muss tatsächlich Riemann integrierbar sein. So, und in dem Beweis geht es jetzt darum, das natürlich da, zu beweisen, dass das wirklich so ist. Also, wie funktioniert das? Na gut. Also, wir überlegen uns mal ganz kurz, was das eigentlich zu zeigen. Zeigen ist, also für alle Epsilon größer 0 gibt es ein N0 aus den natürlichen Zahlen. So dass für alle n aus größer gleich n0 gilt, dass der Betrag und zwar die Riemannsche Summe von Zn, Xn und f minus jetzt das Integral von a bis b, f von x dx, kleiner Epsilon ist. Ja, also, okay, das muss man rauskriegen. Okay, bevor wir das machen, würde ich einmal kurz resümieren, was wir eigentlich wissen. Wir wissen ja schon was. Also wir wissen, die Funktion ist Riemann integrierbar und wir haben so eine Zerlegungsfolge, deren Feinheit gegen 0 geht. Und da hatten wir schon so ein Lemma aus einem anderen Video. Das Lemma besagt, pass mal auf, was dann gilt, ist nämlich der Limes n gegen unendlich. Und jetzt die Untersumme von Zn und f. Ja, das ist nichts anderes als das Unterintegral von a bis b, f von x dx. So, weil aber das ja eine Riemann-integrierbare Funktion ist, ist es dasselbe wie das Integral von f von x dx. Ja, Riemann-integrierbar bedeutet ja, Unter- und Obersumme sind gleich und dann ist das Integral einfach der Wert, auf den sich beide geeinigt haben. Analog wissen wir natürlich, Limes n gegen unendlich, dass die Obersummen gegen das Oberintegral integrieren. Konvergieren, ja, und dann haben wir die entsprechende Aussage für diesen Fall, wenn wir von dieser Seite gucken. Ja, also beide Grenzwerte sind identisch mit dem Integral. So, das wissen wir. Wenn wir das aber dann können wir das Wissen natürlich auch ausnutzen. Ja, also sei Epsilon größer 0 beliebig. Ja, beliebig aber fest. So, dafür müssen wir das jetzt zeigen. Wir brauchen so ein N0. Wähle N0 so, das, ja, was muss jetzt gelten? Das, ja, ich wähle das so und ich nutze aus, dass diese Grenzwerte existieren. Warum? Wenn diese Grenzwerte existieren, dann bedeutet ja, dass es für alle Epsilon größer 0 einen Index gibt, ab dem der Abstand zwischen diesem Ausdruck und dem Grenzwert beliebig klein ist. So, also ich wähle das N0 so, dass für alle n größer gleich N0 gilt. Und zwar folgendes. Erstmal also das Unterintegral von a bis b, f von x dx, minus Unterintegral von zn und f, der Betrag ist kleiner Epsilon. Und das ist dabei wichtig, ja, der Betrag von, und jetzt schreibe ich das Oberintegral von zn und f minus Studium, das ist die Obersumme und hier ist das Oberintegral von a bis b, f von x dx, Betrag kleiner Epsilon ist. So, was muss man dabei bedenken? Also ich wähle ein N0, ja, und dann müssen diese beiden Konsequenzen gelten. Ja, ich habe hier zwei Grenzwerte. Für jeden Grenzwert finde ich so eine Zahl, ab der das gilt. Ja, und dann nehme ich natürlich von diesen beiden Zahlen, wo jeweils diese eine Aussage gilt, natürlich das Maximum und die größere von den beiden Zahlen. So, und ab der größeren von diesen beiden Zahlen gelten beide Aussagen gleichzeitig.
Ja? Das heißt, man findet so eine Zahl als Maximum von diesen beiden Zahlen, die man aus dieser Grenzwertgeschichte bekommt. So, das heißt, so ein N0 habe ich. Ja? Und dann gibt es diese Eigenschaft. Jetzt muss ich kurz darüber nachdenken. Ich habe das in dieser Reihenfolge nicht umsonst geschrieben. Eine Untersumme ist immer kleiner als das Unterintegral, weil das ist ja das Supremum aller Untersummen. Ja? Also kann ich hier die Betragsstriche weglassen. Das mache ich dann auch. Und analog kann ich hier die Betragsstriche weglassen. Eine Obersumme ist immer größer gleich dem Oberintegral. Ja, auch per Konstruktion. So, jetzt habe ich also schon eine gewisse Eigenschaft hier zusammengesammelt. Und mit diesen Eigenschaften versuche ich natürlich jetzt meinen Beweis hinzukriegen. So, was muss ich jetzt zeigen? Also, wir haben das Epsilon Größe 0 beliebig gewählt, haben uns dann an N0 konstruiert, sodass für alle N größer durch N0 diese beiden tollen Eigenschaften gelten. Ja, und jetzt folgerecht. Dann gilt für n größer durch n0 folgendes. Ich gucke mir mal den Betrag an, ja, um den es natürlich hier geht, nämlich den Abstand zwischen der Riemannschen Summe Zn und Xn und f zum Integral f von x dx. In den Grenzen von a bis b. So. Ja, erster Fall. Ja, also es gibt jetzt zwei Fälle. Der erste Fall könnte natürlich sein, dass dieser Ausdruck hier positiv ist. Das heißt, die Betragsstriche kann ich weglassen. Ja, also lasse ich mal eben die Betragsstriche weg für diesen Fall. Für diesen Fall gucke ich mir an, versuche ich das mal abzuschätzen. Das ist also kleiner gleich. Ja, was kann ich hier machen? Die Riemannsche Summe lasse ich jetzt mal hier so stehen und hier kann ich einfach das Oberintegral schreiben. Da ist eigentlich noch gar nichts passiert. Im Endeffekt, weil ich ja weiß, dass das Riemann integrierbar ist, ist es hier sogar eine Gleichheit. Also das ist dasselbe wie Zn, Sigma von Zn, Xn und f minus und jetzt das Oberintegral von a bis b, f von x dx. So, und jetzt gucke ich mir das an. Ja, hier steht die Riemannsche Summe minus Oberintegral ist kleiner Epsilon. Ja, Entschuldigung, das hier ist die Obersumme und hier steht aber noch die Riemannsche Summe. Das ist also kleiner gleich. Ich weiß ja, dass eine Riemannsche Summe immer kleiner ist, weil kleiner gleich ist zur Obersumme. Also kann ich das abschätzen zu Obersumme von Zn und f minus Oberintegral von a bis b. F von x dx. Und das weiß ich ja, das ist echt kleiner Epsilon. So, das heißt, also wenn das hier positiv ist, dann ist es kleiner Epsilon. Ja, und natürlich, wir haben ja die Betragsstriche, die ich ja wegradiert habe. Also ich muss ja auch diesen Fall angucken, dass ich das genau andersrum habe. Dann sieht das ja so aus. A ist das Integral von a bis b, f von x dx. Minus der Riemannschen Summe Zn und Xn und f. Ja, jetzt ahnen Sie schon, was kommt. Jetzt kommt mir im Endeffekt dieselbe Idee. Hier dieses Unterintegral, hier dieses Integral kann ich ohne einen Verlust ersetzen durch das Unterintegral, weil die beiden ja gleich sind. Ja. Und hier diese Riemannsche Summe kann ich abschätzen in Richtung Unterintegral von Zn und f. Ja, und ich werde jetzt höchstens größer. Warum? Weil hier ein Minus vorsteht. Ja, ich ziehe also hier was ab, eine Zahl. Und wenn ich eine kleinere Zahl abziehe, ja, dann werde ich größer. Ja, ich habe hier also, ich habe Schulden. Wenn ich hier weniger Schulden abziehe, habe ich mehr Geld. Ja, so und die Untersumme ist immer kleiner als die Riemannsche Summe, also mache ich hier nichts falsch. Ja, also ist kleiner gleich. Und dann steht hier natürlich genau das, was wir da oben schon hatten, ja, in den Dingen, die wir wissen. Die Untersumme, das Unterintegral minus eine Untersumme ist kleiner Epsilon nach der Wahl, die wir da gemacht haben. Und dann steht genau das da, was ich haben möchte. Das ist tatsächlich kleiner Epsilon. Das heißt, ja, daraus folgt, dass der Betrag von der Riemannschen Summe Zn und Xn und f
minus dem Integral von a bis b, f von x dx, das ist kleiner epsilon. Ja, warum nochmal die Idee? Entweder kann ich hier Betragsstriche weglassen, weil dieser Ausdruck größer ist als das Integral. Dann hilft mir diese Kette, diese Ungleichungskette. Wenn das nicht so ist, wenn also die Riemannsche Summe echt kleiner ist als das Integral, dann wird durch die Betragsstriche ja quasi jedes Vorzeichen umgedreht. Dann habe ich genau diese Ungleichungskette, die sagt, ja, dann kommt da auch irgendwas raus, was immer noch echt kleiner Epsilon ist. Also bin ich auf der sicheren Seite und damit ist der Beweis fertig. Ja, weil ich für alle Epsilon ein N0 gefunden habe, sodass für alle N dann gilt, dass dieser Abstand kleiner Epsilon ist. So, das war der Beweis.